aus dem Weg, Zwerg. Ich bring Mama und Papa ihren Saft. Aber ich bring ihnen morgens immer den Saft. Zu spät, Rantüte. Oh, aber du hast doch nichts Schreckliches reingetan, oder, Henry? Nein, mach die Tür auf. Aber ich kann es doch für dich reinbringen. Nein, lass los! Oh, du bist schrecklich, Henry. Hol einen Lappen und wisch das auf. Hä? Darf ich mitfahren, Papa? Ich gehe gern mit dir einkaufen. Natürlich darfst du, Peter. Raus, Henry! Das ist gemein! Du nimmst Peter ja auch mit. Wieso darf ich nicht? Weil ich vom letzten Mal noch genug habe, als du dabei warst. Das war bloß ein Versehen. Ich bin ganz brav. Versprochen. Ich will dir nur helfen. Bitte! Tomaten, Salat. Papa hat gesagt, ich darf den Einkaufswagen schieben. Du warst das letzte Mal dran. Papa! Henry lässt mich aber nicht. Sei nicht so gemein, Henry. Schon gut. Peter kann ihn schieben. Mir ist egal, was... Was hast du gesagt? Peter kann ihn schieben. Das macht mir nichts. Geht es dir auch gut, Henry? Alles bestens. Dann sehr gut, sehr gut. Brav sein ist ganz schön anstrengend. Ich weiß nicht, wie wär's mit Lauch und Brokkoli? Ja, aber Mama mag lieber Blumenkohl. Gut. Henry, wir brauchen noch Bohnen. Ich weiß, wo die sind, Papa. Ist ja gut. Ich mach das schon. Das sieht vielversprechend aus. Henry, nicht! Stimmt, ich darf ja nicht. Henry, was machst du denn? Komm bitte sofort da runter. Schon gut, Papa, ich hab sie. Ich hab die Bohnen, Papa. Gleich gibt's Essen. Peter, kannst du... Den Tisch decken? Ja, mach ich. Warum darf ich nicht? Ich will heute mal den Tisch decken. Na schön, Henry, aber mach mir ja nichts kaputt. Ich darf aber sonst immer den Tisch decken. Lass los! Du lässt los! Na gut, wenn du unbedingt willst. Danke, Peter. Das hast du prima gemacht. Henry, setz dich ordentlich hin. Ich sitz aber doch ordentlich. Oh, ja, stimmt. Tja, dann schlürf deine Suppe nicht. Ich schlürfe nicht. Und die Suppe habe ich schon gegessen. Du meine Güte. Henry, du bist aber brav. Ich habe meine Suppe auch schon gegessen. Peter hat mich getreten. Peter? Ich weiß, was du vorhast. Du bist nur so brav, damit du zum Volksfest gehen darfst. Aber das funktioniert nicht. Ich weiß es. Ach nein. Nein, denn früher oder später stellst du was Schreckliches an. Das machst du immer, Stinker. Ich verzeihe dir. Mama, kann ich auch was im Garten machen? Du? Wieso? Um dir zu helfen, natürlich. Also, da gibt es schon was, das du machen könntest. Igitt! Du hast gesagt, du willst mir helfen. Das ist gut für die Rosen. Bäh! Pferdeäpfel schaufeln. Wehe, wenn das umsonst war. It's so easy being me. I'm hard-headed.
42. Ja! Mission erfüllt! Hört mal, ihr müsst gut aufeinander aufpassen. Euer Vater und ich helfen an den Spielbuden. Toll! Was wollen wir als erstes machen? Verschwindenswerk! Ich muss mir ein Los kaufen, bevor jemand anders meine Nummer kriegt. Dann passe ich eben selbst auf mich auf. Weißt du, wo das Piratengewinnspiel ist? Ich glaube, in dem Zelt da drüben. Willst du probieren? Ja, danke! Hey, komm zurück! Martin, halt ihn auf! So, wer möchte als nächstes spielen? Ah, Henry, wie schön, du meldest dich freiwillig. Nein, ich kann nicht. Ich muss doch zu... Ach, sei nicht so schüchtern, versuch's einfach mal. Das ist die falsche Richtung, Henry. Entschuldigung, Frau Sonnelich, ich muss los. Hallo? Hallo? Ich möchte ein Los kaufen. Hallo? Der Stand ist doch nicht geöffnet, Henry. Komm später nochmal. Da ist er. Schnapp ihn dir. Schnell weg hier. Der Nächste. Schön gerade sitzen. Der Losverkauf für das Piratengewinnspiel ist nun eröffnet. Kommt und versucht euer Glück. Platz da. Ich komme. Wow! Oh nein! Einer von denen schnappt mir bestimmt die Nummer 42 vor der Nase weg. Okay, ganz ruhig. Denkt nach. Was würde Rapper Zappa tun? Normalsterbliche würden jetzt bestimmt aufgeben. Aber ich kämpfe gegen meine Feinde. Gegen jeden Einzelnen. Und ich werde siegen. Okay, wer ist der Erste? Ah, der brutale Bär. Das wird babyleicht. Na, warte, ich mach dich fertig, Henry. Beruhig dich, ich mach's ja wieder gut. Ich verrate dir, welche Nummer gewinnt. Ehrlich? Klar, und dich kostet es auch nur 50 Cent. Einverstanden. Die Nummer 95. Hallo, Andy. Du weißt schon, dass der erste Preis ein Bungee-Sprung ist, oder? Was? Und der zweite Preis sind zwei Bungee-Sprünge. Versuch ja nicht, dich vorzudrängeln. Brauche ich gar nicht. Ich weiß, welche Nummer gewinnt. Kostet aber. Ach, na schön. Welche Nummer gewinnt? Nummer 42. Ich schwör's. Ehrlich. Die Nummer 42 wird gewinnen. Du schuldest mir 50 Cent. Meinst du wirklich, dass ich darauf reinfalle, Henry? Ha! Ich nehme die 31. Ja, das klappt wie geschmiert. Oh nein, Muskelmartin hat ein Los. Ah, die 42 ist weg. Muskelmartin hat meine Nummer genommen. Martin, willst du 50 Cent für das Los da? Keine Ahnung. Und meinen neuen Fußball? Ich weiß nicht. Okay, okay. 50 Cent, meinen neuen Fußball und dein Killerboy Reds Poster. Ich weiß nicht. Schau mal, Henry. Ich habe ein Schatzkartenlos und ein Tombola-Los gekauft. Sieh, Leinenzwerg, ich bin gerade beschäftigt. Also, abgemacht? Toll! Ich bring dir die Sachen gleich morgen. 75! Die Nummer kann ich nicht gebrauchen. Irgendjemand anders muss mein Los haben. Peter? Peter muss mein Los haben. Peter! Peter, komm sofort zurück! Hör zu, du Zwerg. Du hast die Nummer 42. Die will ich haben. Ich geb dir 50 Cent dafür. It's so easy being me. I'm Hard Henry. Da-du-da-da-du-da-da-du. Halt die Klappe! Henry, das machst du ganz falsch. Das geht so. Tja, tja, tja. Und nicht du, 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 da. Hey, weg da. Ich seh nichts. Tja, 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 tja. Cha-cha-cha. Ihr geht jetzt auf der Stelle ins Bett. Aber ich muss erst viel später ins Bett. Ich dachte, wir können vorher noch eine Runde Dame spielen, bevor wir ins Bett gehen.
Oh, aber wenn sie das nicht mögen, dann vielleicht, Mensch, ärgere dich nicht. Wir spielen eine Runde Verstecken. Ihr beide versteckt euch. Und wenn ich euch finde, werdet ihr es bitter bereuen. Ich verstecke mich in der Abstellkammer unter der Treppe. Du musst dich auch verstecken. Doch nicht vor der rasenden Rebecca. Bis jetzt habe ich alle Babysitter in die Flucht geschlagen. Und die kriege ich bestimmt auch noch klein. Wir werden schon sehen, wer gewinnt. Was? Hey, aber das hier ist doch mein Versteck. In unserem Haus ist eine Einbrecherin. Kommen Sie schnell her. Eine Einbrecherin? Keine Angst, Junge. Ich schicke sofort einen Streifenwagen vorbei. Wie sieht diese Einbrecherin denn aus? 3 Meter groß. Riesige Zähne, wie Eisberge. Und sie hat sich gerade vor unseren Fernseher gesetzt. Aber das ist Rebecca. Und sie ist doch keine Einbrecherin. Nein! Wenn die Polizei Rebecca für eine Einbrecherin hält und sie mitgenommen hat, habe ich dann beim Versteckenspielen gewonnen? Nein! Beim Versteckspielen hat keiner von euch gewonnen. Ich bin also eine Einbrecherin. Und ich bin 3 Meter groß, mit Zähnen so groß wie Eisberge. Das war nicht meine Idee. Ich finde sie ganz reizend. Ab ins Bett. Ich gebe euch 5 Sekunden. 1. Lauf! 2. 3. 4. 5! Denk nicht mal dran, nochmal aufzustehen. Oder es wird dir leid tun, dass du je geboren wurdest. Die macht mir meinen ganzen Ruf kaputt. Hoffentlich findet das niemand raus, dass ich 2 Stunden zu früh ins Bett gegangen bin. Henry, ich bin's, Peter. Ich will noch wissen, was du jetzt vorhast. Was ich vorhab? Du bist doch Henry. Das wirst du dir doch nicht gefallen lassen. Nein, ganz bestimmt nicht. Denn Henry hat niemand Befehle zu geben. Das ist unser Haus. Wir haben Rechte. Wir lassen uns nichts befehlen. Wir wehren uns gegen die Unterdrücker und kämpfen für unsere Freiheit. Denn ich bin Henry und du bist Peter. Ich glaube, ich bleib lieber in meinem Zimmer. War klar. Ah, eine Spinne! Das ist ja nur ein doofes Gummitier. Das ist es! Genau! Und sind wir schon frei? Wir brauchen eine Spinne. Eine Spinne? Irgendeine spezielle Art? Ja, eine riesige. Perfekt. Also, ruf um Hilfe. Hilfe! Au! Hilfe! Das war ziemlich gut. Oh, vielen Dank. Wieso liegst du nicht in deinem Bett? Eine Spinne! It's so easy being me, I'm Hard Henry. Kommt nicht in Frage, Henry. Ich lass dich doch kein Tor schießen, nur damit du der beste Spieler der Klasse wirst. Warum nicht? Die launische Laura hat dich als Torwart gewählt. Das wäre doch ein Klacks. Ja, aber wie soll ich dann der beste Spieler werden, wenn ich dich ein Tor schießen lasse? Sei nicht albern. Wir wissen doch sowieso, wer der beste Spieler ist. Hast du dich schon entschieden, wen du mitnimmst, Laura? Nö, das entscheide ich später.
Wir müssen es so machen. Aber wenn ich einen Ball von dir reinlasse, ist das doch Schummeln. So, nun kommt, Kinder. Stellt euch auf. Denk an die 7. Regel der roten Handbande. Mitglieder müssen seiner hochherrschaftlichen Majestät immer gehorsam sein. Und das bin ich. Aber... Und falls ich gewinne, werde ich mich sicher erkenntlich zeigen. Du meinst, du nimmst mich mit? Siehst du, Bert, ist doch gar nicht so schwer, oder? Gut, Kinder, das Spiel kann beginnen. Ah! Das war ein Foul! Ich sag's dir, foul mich nie wieder! Hey, das war unfair! Susi, zu mir! Gib ab! Gib schon ab! Das ist doch wirklich eine Schande. Fußball sollte ein Mannschaftssport sein und nicht eine Bande von Hooligans, die die Regeln missachten. Ach, los, versuchen wir es nochmal. Oh, Henry! Wieso hast du den Ball nicht an mich abgespielt? Hast du schon entschieden, wen du zum Spiel mitnimmst? Na gut, dann nehme ich eben dich mit. Ja! Tor für Lauras Mannschaft. 1-0. Ha, aber nicht mehr lange. Holla, hier drüben. Oh! Zu mir, Henry. Vergiss es. Hey, aber wir sind doch in einer Mannschaft. Mannschaft. Was ist los mit dir? Da war ein Vogel. Ein ganz großer. Er hat in mein Auge gemacht. Ich sehe aber keinen Vogel. Warum hast du nicht versucht, ihn zu halten? Keine Ahnung. 2-1 für Lauras Mannschaft. Noch eine Minute. Gut, jetzt gibt's kein Erbarmen mehr. Oh, was soll ich jetzt machen? Zu mir! Schieß zu mir! Foul! Nimm den Ball ab! Schaut! Da drüben! Tor! Wieso hast du den denn nicht gehalten? Ein Berglöwe! Sieh doch, da drüben! Das ist eine Katze, du Blödmann! Ja, nur eine Katze, Blödmann! Könnte aber ein Babyberglöwe sein! Ha! Aus! Es steht unentschieden, 2-2! Ich habe 2 Tore geschossen, ich bin der beste Spieler! Nein, bist du nicht! Ich bin die beste Spielerin! Ruhe! Ich habe noch nie so ein skandalöses Beispiel von schlechtem Sportgeist gesehen. Faulen, rempeln, drängeln. Keiner von euch verdient es, bester Spieler zu sein. Aber Frau Streiter! Ich habe beschlossen, dass wir ein Elfmeterschießen machen. Henry gegen Laura. Okay, cool. Bert kann im Tor stehen. Nein, Henry. Um jede Möglichkeit zu schummeln auszuschließen, spielt ihr diesmal gegeneinander. Du gehst als Erster ins Tor. Dann stehst du aber ziemlich dumm da, Henry, wenn du gegen ein Mädchen verlierst. Du hättest ihn fausten sollen, Henry! Ach ja, da sieht man mal, was du von Fußball verstehst. Das war mein berühmter Po-Abprallsprung. Frau Streiter! Tausch die Plätze. Du gehst jetzt ins Tor, Laura.